Recht herzlich willkommen zur 84. Folge von Avorion. Ja, wir hatten letztes Mal hier den Sektor betreten, nur durchfliegen wollen, einmal durch den nächsten Sektor durch und gucken, ob wir das schaffen. Allerdings ist unser Anhang, der Miner, noch unterwegs, ne? Jetzt ist die Frage, wann der kommt. So ein bisschen, aber wir können ja auch schon mal da vorausfliegen und gucken, dass wir da vielleicht was hinkriegen, ne? Dass wir da schon, ne? Sag schon. Durchfliegen. Mal gucken, ob der dann meckert oder nicht. Ob wir den verloren haben, die Verbindung zu denen. Aber so wie es aussieht, läuft erstmal, ne? Dann können wir den Sektor hier gerade auch mal angucken. Ziemlich gefährlich sieht das hier aus, ne? Das ist das Osttor. Und das müssen wir wohl auch fliegen, wenn. Und ja, ich weiß nicht, wie weit wir beschossen werden oder nicht. In der Nähe des Tors ist ja gleich noch jemand, ne? Also hier kriegen wir ja sowieso nichts geregelt, weil die noch alle rot sind, ne? Das ist ja mit der Fraktion dann negativ. Müssen wir mal gucken. Hier ist jetzt ein Schiff, das greift uns aber nicht an. Nee, hat so geklappt, aber jetzt ist die Frage, ob unser Miner hinterherkommt, ne? Meckern tut er nicht. Das ist immer noch rot, der Sektor. Und? Ja, Tore gibt's hier, da unten ist eins. Gibt nur eins, aber Handelsstation aus der Nachbarschaft. Ist die Frage, ob er hier handeln dürfen, ne? Wenn es denn gehen würde. Das ist jetzt die nächste Frage natürlich auch noch, ne? Solarpanels haben wir sowieso nicht mit, alles gut. Dann nehmen wir dieses Tor jetzt und fliegen da weiter durch und hoffen, dass irgendwann der Miner hinterherkommt, ne? So. Von der Torgebühr vom Miner habe ich mir noch nichts gesehen, ne? So, das ist unsere und hier ist Weltraumschrott. Also auch nur ein Durchflug ob Bereich. Aber da geht es auf jeden Fall jetzt in die richtige Richtung, ne? Nur das. Das ist das Nordwesttor. Das ist das falsche. Also wir brauchen jetzt ein Nordosttor oder sowas. Das ist der Wertstoffhof. Und da oben ist unser Tor, welches wir nehmen sollten. Gut, dann fliegen wir hier durch nur. Gucken, dass wir keinen Schrott in unserer Flugbahn haben. Ich habe jetzt überhaupt nicht gesehen, dass der irgendwann eine Torgebühr genommen hat, ne? So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder in befriedetes Gebiet, glaube ich. Und wo ist unser Schiff? Der ist da unten noch. Tja. Ein Schiff von Asreiter. Ja, was macht das jetzt da? Das ist die Frage, ne? Ja, nach Sektorwechsel, ne? Das kann man machen, ne? Oder? Das ist jetzt dieses kleine, schicke Schiff, ne? Das driftet gerade irgendwo lang. Hab ich das? Ne, ich glaube, ich habe das nicht, ne? Ne, ich kann nicht, glaube, wechseln. Oder? Ne, ich kann fliegen mit der Kiste. So, wir müssen nach Nord. Ost, Nord, 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 Ost. Das wäre da, ne? Nee, Ost, Süd, Ost. Jetzt müsste man noch irgendwo ein Tor sehen. Südwest. Das war das Ost, Süd, Ost Tor.
Nord-Nordost. Ja, jetzt fliegen wir da durch und gucken zu, dass wir dann das selber nachholen, ne? Nordosttor müsste passen. Fliegen wir jetzt rein. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man, ob es eine Befehlsmöglichkeit gäbe. Über die Karte zum Beispiel dahin zu kommen. Warte mal, kein Sektor gewählt, das hört sich ja cool an, ne? Aber springen lohnt jetzt nicht. Aber fliegen wir definitiv nach Osten. Unser toller schneller Antrieb ist alle, oder was? Muss ich erst regenerieren, okay. Na dann. Da unten kommt er jetzt gerade hoch, ne? Ach so, wir. Warte mal. Aber sollten wir vielleicht nicht unbedingt hier im Sektor machen, oder doch? Das ist der Bergbauer, ne? Können wir denn noch was anderes dran setzen? Ja, würden wir können. Doppelmaschinengeschützturm. Und dafür haben wir auch noch genug Personal an Bord. Also, alles gut, dann machen wir das auch. Und dann mal schnell weiter. Jetzt haben wir das kleine Schifflein auch fertig. Der war da eben auch schon neben dem Tor, ne? Hat uns auch nicht beschossen. So, jetzt müssen wir gen Norden. Ist das das? Nein, das ist das Tor, wo wir herkommen. Müssen noch einmal ein Tor haben. Da ist es. Und das ist auch das Nordtor, das ist auch das passende. Okay, unser Hyperantrieb funktioniert gerade. Da sind wir durch. Ich dachte, wir knallen vielleicht dagegen, ne? Und da müssen wir da auch noch mal durch. Leider nur so langsam gerade. Zwei Sektoren weiter ist das andere Schiff, ne? Jetzt geht schon wieder schneller fliegen, machen wir dann auch mal. Wunderbar. Und dann brauchen wir jetzt das andere Tor, ne? Oder doch noch nicht? Wohl doch noch nicht, ne? Ist da noch ein Sektor weiter? Ich glaube, ich muss mal Karte gucken. Oh, wir sind falsch abgebogen. Shit. Zack, zurück. Da ist es. Naja. Kommen wir gerade noch so mit das klar, oder? So, und dann stehen wir schon direkt vor unserem anderen Schiff. Und steigen um. So, dann wählen wir das Kleine aus. Und gucken mal, ob es hier was zum Abbauen gibt. Ich weiß es aber nicht. Naja. Da sind aber Asteroiden, also es müsste auf jeden Fall klappen.
Macht er auch. Ja, fliegt. So, dann können wir in der Zeit gucken, ob wir hier irgendwo was verkaufen können. Prozessorfabrik. Die brauchen Platin. Dann haben wir noch zwei. Das ist einmal dieses hier. Das ist die Munitionsfabrik. Und Klebstoff und Munition brauchen die. Und das letztere ist. Oh, da gibt es noch zwei, oder? Dann nochmal rauszoomen. Welche ist denn das dann? Weil ich sehe das gar nicht, das, oder? Täuscht das, dass das davor ist? Kann auch sein. Die Prozessorfabrik hatten wir eigentlich schon, ne? Hier der Platin. Okay. Das ist die Munitionsfabrik. Und da ist die Metallplattenfabrik. Dann haben wir die vielleicht noch nicht gehabt. Die braucht Stahl, aber das ist alles, was wir nicht dabei haben. So, der ist schon wieder am Sammeln gleich. Das ist gut. Und, tja. Ich würde sagen, wir fliegen mal einmal nach Norden. Und gucken, was das Tor dort sagt. Ist das hier das Tor? Nee, das ist das Osttor. Ist das Nord-Nordwest? Ja, das ist Nord-Nordwest. Dann ist das das richtige Tor. Dann fliegen wir da mal hin und gucken nach, was dahinter ist. Jo. Okay, der baut ab. 1772, was war das jetzt? Oder 1172? Wir werden es gleich sehen, wenn wir durch sind. Okay, er baut auch noch ab, während wir im nächsten Sektor sind. Da hatte ich nämlich so ein bisschen Sorge dran, ne? Dass das nicht klappen könnte. 40 Antigrav-Einheiten. Und Antigrav-Einheiten. Akzeptieren und hinfliegen. Genau die, die wir brauchen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht irgendwo gegendeppern. Okay. Irgendwo ein Dockingport bitte einmal. Gibt's welche? Ah, ist nicht ausgewählt, alles klar. Das funktioniert ja schon mal prima. Mir kommt es vor, als ob die Stationen detailreicher sind. Kann das sein? Oder täuscht das nur? So, einmal docken, einmal schwarzes Brett. Ach nee, nix schwarzes Brett. Blödsinn, wir müssen ja schon abliefern, haben wir ja schon. So, 3,5 Millionen, 5,6 Millionen. Er ist noch im anderen Sektor wieder am Sammeln, das ist super. Mission erfolgreich. Jetzt sag mal, der hat schon wieder was auf dem schwarzen Brett, aber jetzt will er Säure haben, okay. So, da hinten ist noch eine Einheit, die was wünscht. Edelmetallmine. Silber. Da ist noch irgendwo einer. Das ist ein Wassersammler. Der braucht Wasser. Wenn der Wasser sammelt, braucht er auch noch. Super, oder? Erzmine, was hat die? Cool. Akzeptieren wir natürlich auch. Und fliegen dann da mal vorsichtig hin.
gucken, dass wir hier ordentlich vorbeikommen überall. Das sieht ganz gut aus. Okay. Die ist weit ab vom Schuss. Keine Asteroiden hier in der Nähe. Sehr interessant. Und Dockingports sind auch vorhanden. Und dann können wir gleich docken. Ja, das hat gut geklappt, ne? Und einmal das F bitte. Und 5,6 Millionen und 7,6. Das können wir jetzt schließen. Mission war erfolgreich. Wir entfernen uns gerade ein Stück von dem Station. So, jetzt müsste man noch mal gucken, ob noch irgendwo was Interessantes ist. Aber wir können auch das über die strategische Karte ja gerade mal machen. Da hinten ist noch jemand. Komme ich da noch mal dran? Ah, das ist jetzt nichts. Wir müssen mal ein paar Tasten drücken hier. Ja, aber hier ist es denn, ne? Also den Wassersammler haben wir anvisiert. Ah, eine Zinkmine ist es jetzt. Karte weg. Drücken wir F. Schwarzes Brett und Säure war hier auch gefragt. Okay. Da links ist noch jemand mit einer Mine. Edelmetallmine. Die war Silber, ich glaube, das hatten wir dann auch schon. Drei Ausrufezeichen sind erledigt. Gut. Passt. So, jetzt ist nur die Frage, ob wir hier irgendwas finden oder nicht. Ich glaube, das ist nichts. Lass mal die Karte angucken. Das war hier oben. Notiz hinzufügen. Okay, das war wohl daneben. Endgegner, alles klar. So, jetzt ist die Frage, wo die Stelle mit der Markierung war. Da ist was. Edelmetall, Ressourcendepot. Da ist ein Asteroid, okay. Wir sind zurzeit wohl da, oder? Und da ist auch eine Markierung. Asteroid eingenommen, viele Asteroiden, sonst leer. Wertstoffhof. Da oben ist auch ein Asteroid. Ja, wenn wir da was bauen, dann müssen wir es ja abliefern. Und das war jetzt unser Gedanke, ne? Und da ging es doch darum, dass wir gucken, ob wir hier so eine Mine haben, eine Ölbohrturm, nee, eine Raffinerie wollten wir haben und irgendwo wollten wir Ressourcendepot, Edelmetall, nee, Handelsposten, Ressourcendepot, Reparaturdock. Handelsposten, Reparaturdock. Das ist die Frage, wo das war. Da
oben, das war der Endgegner, ne? Ja, Fragezeichen. Wir hatten irgendwo was notiert, ne? Da ist auch was. Titan-Asteroid, okay. Jetzt ist die Frage, wo das war, wo wir das notiert hatten. Haben wir noch woanders was geguckt? Ne, nur hier unten, okay. Und da sind hier Markierungen. Was ist das da? Das ist unsere Startwelt, oder was? Von bewundert. Nee, das ist jetzt für uns nicht interessant, glaube ich. Habe ich nicht irgendwo das hingeschrieben? Titan-Asteroid. Schiffswerft. Handelsposten. Planktonsammler, Chemikalienfabrik, Carbon, Aluminiumressourcen. Ja. Edelmetall. Ich glaube, wir wollten diesen leeren Sektor da nehmen, ne? Weiß nicht mehr, wo das jetzt war. Jetzt ist er schon wieder weg. War das da? Asteroid eingenommen, viele sind sonst leer. Wertstoffhof. Raumjäger, Maisfarm, Waffenfabrik, Handelsposten, Chemikalienfabrik, Düngemittelfabrik, Ressourcendepot, Carbonextraktor und Stahlfabrik. Jetzt müsste man gucken, ne? Da ist nur ein Habitat. Ölbohrturm. Gaskolben, Chemikalien. Irgendwo müsste es eine Ölraffinerie geben oder sowas. Dann wäre das das Beste, ne? Ölraffinerie, da oben ist sie doch. Ja, dann ist doch dann klar, wo wir hinfliegen, oder? Wir machen das da und dann können wir da den Handel aufbauen, oder? So, das bedeutet, wir machen mal einen Sprung nach da, oder? Weil da blinkt es gerade so schön. Dann können wir das nochmal angucken, was da ist. Den Miner lassen wir meinen, ne? Dann springen wir da mal hin und gucken uns das mal an. Okay. Hier ist verdammt viel Dingens, ne? Grünes. Wenn wir hier unser Schiff hinkriegen, ne, dann sind wir reich. Wie sieht es da überhaupt aus? 2,8 haben wir da schon gesammelt. Nicht schlecht. Das hier was zum Einnehmen, ne? Machen wir die Strategiekarte, zoomen mal raus, weil hier ist auch nix, ne? Außer der da, den wir gerade ausgewählt haben. Hier ist ein leerer Sektor in dem Sinne. Wer ist das da? Bergbauschiff, okay. Ist hier irgendwo ein Asteroiden? Ne, Pfeiltasten gehen hier nur, oder? Würde ich jetzt mal schnell schauen wollen. Mhm.
Hier ist auch nichts, oder? Da unten. Hier ist auch nichts. Tiefer kommen wir jetzt nicht. Okay, das ist noch nicht. Wie es auch immer heißt. Okay, da ist jetzt nichts. Das ist jetzt echt die Frage, ne? Machen wir ein P gerade an. Wir haben nichts hier drin, ne? Wieso das denn nicht? Doch, haben wir doch. Radar Upgrade. Batterie Upgrade. Bergbausystem. Was haben wir jetzt? Okay. Der zeigt uns das gerade irgendwie komisch an, oder was? Fortgeschrittenes Handelssystem. Quantum. Ach so, C43 Detektor ist hier. So, wertvolle Objekte gefunden. Und wo zeigt er die an? Da. Dann fliegen wir doch mal zu den wertvollen Objekten gerade hin, oder? Okay. Ein Container. Ein Geheimversteck. F interagieren. Klar, öffnen wir das. C43 und Geschützkontrollsystem. Plus 3. Okay. Und dann fliegen wir natürlich da hinten noch jetzt hin. Kommen wir drunter her? Noch nicht ganz, aber dann ist das Ding aus der Bahn geflogen. Und wir besorgen uns das nächste da hinten. Wertvolles Objekt gefunden. Ah, okay, da oben wird das nochmal angezeigt. Das ist vielleicht auch neu mit dem wertvollen Objekt da oben, ne? Jägerkorvette ruft dich, drücke. Auch jetzt ist der schon wieder unterwegs hier, ne? Nee, so viel Credits zahle ich nicht. Kann ich das nur mit Bedrohen ändern oder was? Da sind sie schon alle hier, ne? So, jetzt mal schnell hier interagieren noch. F. Öffnen. Und abhauen. Kriege ich das Ding mal? Naja, kriege ich nicht. So, egal. Jetzt hauen wir hier ab. Ja, ich weiß, dass wir jetzt irgendwie angegriffen werden. Zwei Torpedos im Anflug. M. Nee, wir fliegen mal dahin. Wo wir hinwollen. Koordinaten eingegeben. Hinbewegen. Und auf geht's. Sprung berechnen bitte. Es geht auch ein bisschen zügiger. Und weg hier.
Nee, das war jetzt unsers. Und Koordinaten eingeben und hoffen, dass die nicht nachkommen. Ah, die sind schon da. Und wir sind aber weg. Jetzt ist die Frage, ob das gut war oder schlecht war. Nochmal Koordinaten eingeben und dann sind wir ja auch schon am Ziel, wenn. Da oben ist es. 4 Sekunden noch. Piraten greifen den Sektor an. Ja. Ich glaube, das sind die, die mich eben auch angreifen wollten, ne? Kann das sein? Und weg. Jetzt ist nur die Frage, ob das die Piraten sind oder nicht. Jetzt haben wir wieder was Tolles entdeckt hier. Okay. Ja, wenn da jetzt die Piraten kommen, dann muss ich mir da Sachen dann stellen. Aha, da ist schon der erste. Sind zu viele und schon wieder kommen Torpedos. Habe ich keine Chance gegen. Das ist doch schon wieder doof, ne? Kriegt die nicht, ne? Das ist das Problem. Ja. Das kannst du auch vergessen, ja, Anfang. Das Schiff zeigt in die falsche Richtung, ja, das hätte ich mir auch denken können, ne? Und weg. Ja, okay. Hier sieht's ganz schlimm aus. Alles rot, Plünderer. Ja, und die sind schon da, oder wie? Wollen wir uns keine Gedanken mehr drum herum machen, was hier passiert gerade, ausrichten. Und wir sind auch gerade vorher gekommen. B. Reparieren. Ich kann das Schiff gerade nicht reparieren. Ist die Frage, wie lange das dauert. Abklingzeit hätte ich gerne gewusst. Wir sind auf jeden Fall aus diesem Bereich raus, in einer anderen Farbe. Und hoffen, dass das jetzt passt. Ja, gut, aber wir machen jetzt hier erstmal eine Unterbrechung. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.